Du fühlst dich allein ohne menschlichen Kontakt. Du lebst wie auf einer Insel, ohne Verbindung mit dem Festland, wo Menschen sind. Es sind keine Brücken da, keine Schiffe, die regelmäßig fahren, mit Freunden an Bord. Du hast zwar den Hauswirt, der vielleicht wegen der Miete kommt. Du hast den Bäcker, den Milchmann, die Verkäuferin an der Kasse im Kaufladen, um nicht vor Hunger zu sterben. Du hast den Briefträger mit deiner Rente und mit den Rechnern für Gas und Strom, aber du hast keine Freunde. Vielleicht war es früher anders. Du warst geboren unter lieben Menschen, in der Ehe, in der menschlichen Wärme deiner Familie, im geselligen Kreis von Freunden. Aber die Brücken der Liebe sind nicht selten gläserne Brücken, die leicht zu Bruch gehen. Dennoch, du magst zwar allein sein und allein bleiben, aber du sollst nicht einsam sein. Oder besser, die Einsamkeit darf keine tödliche Wunde in deinem Herzen sein. Du musst selbst etwas tun. Du musst mit deiner eigenen Liebe, deiner eigenen Güte und Hingabe selber Brücken bauen zu anderen Menschen. Ein bisschen guter Wille genügt nicht. Das reicht nur für eine Notbrücke, die bei der kleinsten Belastung zerbricht. Brücken der Liebe brauchen viel Geduld, aber sie sind der Mühe wert. Auf ihnen liegt dein Glück.